In der Nacht zu Donnerstag auf Freitag ist bei uns eingebrochen worden. Wir haben natürlich nur die Informationen, die auf dem Video sind. Da sieht man halt, dass sie mit einem LKW hier rückwärts aufgefahren sind und dann in Seelenruhe 4 Stunden lang alles hier aufgeladen haben, was sie halt benötigt haben. Der Grund liegt darin, dass offensichtlich eine sehr hohe Rendite auf dem Schwarzmarkt für gestohlenes Metall erzielt werden kann. Also wenn ich hier den leeren Platz sehe, dann kriege ich schon auch Magenschmerzen, weil wir sind mitten in der Saison und haben richtig viel zu tun. Was sollte da gemacht werden? Ja. Genau, ich würde nur. Thank you.
Wem der so schwer rennt? Ja, genau. Der ist. Der ist auch nicht schlecht. Klicken und die Hand dann wieder weg. Und wieder weg. Wir können es nicht genau beziffern. Wir wissen, was wir an dem Tag abgebaut haben, für welche Baustelle, welches Material also auf dem Lager lag und was wir auch noch so nicht verbaut hatten. Und wir gehen davon aus, dass 500 Gerüstteile entwendet worden sind und das entspricht ungefähr einem Neuwert von 100.000 Euro. Also in erster Linie ist natürlich an dem Freitag, an dem Tag, wo dann die Spurensicherung und auch die Polizei da war, erstmal ein operativer Schaden entstanden, dass wir nicht weiterarbeiten konnten. Die Mitarbeiter mussten am Lager bleiben, auch die LKWs, die Polizei hat die Spuren gesichert und somit sind wir erst verzögert, haben wir wieder unsere Arbeit aufnehmen können. Und das ziehen wir natürlich jetzt noch eine Woche mit uns, dass wir mit den Kunden telefonieren und schauen, dass wir Ersatztermine finden und dass wir durch Verschieben die Baustellen so abgearbeitet bekommen, dass unsere Kunden noch zufrieden sind. Finanziell ist das ein Schaden, der nicht versichert ist. Gerüstmaterial kann grundsätzlich nicht versichert werden. Die Versicherungen stufen das als einfachen Diebstahl ein und somit müssen wir das jetzt einfach aus unseren eigenen Mitteln wieder finanzieren. Im ersten Moment ist natürlich so eine Schockstarre und man weiß erstmal gar nicht, wie man reagieren soll. Wir haben uns jetzt alle wieder ein bisschen gefangen und versuchen halt jetzt mit einem klaren Kopf einzelne Schritte zu machen, dass wir einmal unseren Betrieb weiter aufrechterhalten, durch taktisches Planen, also aller Baustellen abgearbeitet bekommen. Und gemeinsam jetzt mit meiner Schwester und meinem Onkel versuchen wir halt der Polizei auch zu helfen, indem wir mit verschiedenen Mitteln die Täter finden oder in erster Linie auch wieder unser Gerüstmaterial. Das ist uns natürlich am wichtigsten. Wir beginnen meistens so um 6:30 und unser Bauleiter in Köln ist der erste vor Ort, der dann das Lager aufschließt. Er war der erste vor Ort und hat dann gesehen, dass das Tor aufgebrochen war. Das war auch sehr offensichtlich. Das war einfach mit einer Flex aufgebrochen und dann hat er natürlich gesehen, dass der Lagerplatz leergeräumt war. Wenn ich mir die Bilder von der Überwachungskamera ansehe, dann kommt schon eine Wut auf, dass man denkt, wie hätte man das verhindern können. Und wenn man natürlich die Dreistigkeit auch sieht, mit denen die Diebe vorgegangen sind, einfach ungeniert mit dem LKW drauffahren und in einer Seelenruhe die Sachen aufladen, dann ist man einfach sprachlos. Wenn man es, wie man halt auf dem Video sieht, mit einer Seelenruhe haben sie wirklich die ganze Nacht ausgenutzt. Sie waren sich ihrer Sache wohl schon sehr sicher, dass sie auch nicht ertappt werden und auch nicht auffliegen. Oder vielleicht darf man auch sagen, dass sie wahrscheinlich gekonnt sind und es nicht das erste Mal ist, dass sie so etwas tun. Danke.